Hallo, hier am Abend des Karnevalssonntags zu noch einem ganz, ganz kurzen Update. Ja, in diesem Video schauen wir uns jetzt an, ob es doch Winter gibt oder Frühling. Da gibt es doch noch deutliche Unterschiede. Zum Beispiel das EZMWF-Modell berechnet am vorhersagten Zeitraumsende einen Kaltlufteinbruch. Dafür das GFS mit sehr, sehr milden Luftmassen, deswegen Winter oder Frühling. Die Modelle müssten jetzt eigentlich bald reagieren, denn wir haben jetzt bald ein Major Warming, denn hier diese Läufe erreichen die Nullergrenze oder unterschreiten sie. Und wenn man ja bei dieser Nullergrenze angekommen ist, dann spricht man von einer zonalen Windumkehr. Also das Ganze läuft dann ja gegen ja auf der anderen Seite ab. Und dazu bleiben wir dann meist eher bei Werten, die bei um die Nullergrenze liegen sollen. Und das EZMWF-Modell jetzt hier, das erst die erste Karte mit dem Kaltlufteinbruch gut zu erkennen, dass dann im Nordosten Deutschlands kalte Luft ankommen würde mit Temperaturen in 1500 Metern Höhe zwischen minus 10 und minus 13 Grad. Und diese könnte dann wohl nach und nach nach Westen vorankommen. Im Süden würde es dann doch eher weiterhin sehr, sehr mild bleiben. Hier muss man einfach mit sehr, sehr milden Temperaturen rechnen. Das jetzt noch im EZMWF-Modell. Als nächstes schauen wir uns das GFS-Modell an. Und dieses Modell einfach mit sehr, sehr warmen Temperaturen in 1500 Metern Höhe. In diesem Fall zwischen plus 5 und plus 11 Grad werden hier berechnet. Und dann sehen wir dann doch im Süden teilweise auch plus 12 Grad in 1500 Metern Höhe. Das kann doch deutliche zweistellige Plusgrade durchaus geben. Aber auch nach dem GFS-Modell würde es dann später einen Kaltlufteinbruch geben. In diesem Fall am 27.02.2000. Ja, 23, sorry, ich meine natürlich 2024. Und dann würde dann doch sehr, sehr kalte Luft, was heißt sehr, sehr kalte Luft, sondern nur kalte Luft aus Norden zu uns nach Deutschland strömen mit Temperaturen in 1500 Metern Höhe zwischen minus 5 und minus 7 Grad. Zum Schluss schauen wir uns noch auf die Ensembles hier für die Temperaturen in 1500 Metern Höhe und die Niederschlagssignale im Norden mal hier in diesem weißen Design. Und da sehen wir dann doch diese deutlichen Plusgrade hier am Anfang und danach gibt es doch hier langsam aber stetig bergab mit hier unten auch einigen Niederschlagssignalen, die hier im Westen vorhanden sind. Der meiste Niederschlag wird vor allem eher als Regen fallen. Vielleicht zum Vorhersagezeitraumsende ist auch mal etwas Regen mit dabei und da sehen wir dann doch mehr Ausreißer sind am Ende nach unten mit dabei als nach oben. Das Ganze schauen wir uns noch im Osten an. Hier das Ganze ja ein bisschen weiter unten angeordnet. Noch hier diese sehr, sehr milden Temperaturen am Anfang des Vorhersagezeitraums werden jetzt erstmal dann abgelöst von relativ kühlen Temperaturen. Dann geht es auch hier weit runter auf Temperaturen in 1500 Metern Höhe im Mittel von minus 7 bis minus 8 Grad, die hier berechnet werden. Es sind auch noch einige Läufe dabei, die das Ganze deutlich kälter berechnen würden. Und auch hier hätten wir dann einige Niederschlagssignale am Anfang eher als Regen, vielleicht dann später als Schnee. Das soll es jetzt gewesen sein mit diesem ganz, ganz kurzen Update. Ich weiß noch nicht, ob ich es morgen schaffe mit dem Update. Morgen bin ich nämlich auf dem Karnevalszug. Sonst zur Not dann am Dienstag wieder. Würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Macht's gut, bis zum nächsten Update und ciao.